Einen schönen guten Tag, liebe Filmfans. Willkommen zurück bei Silent Hill 2 Remake von Bloober Team hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch im Theater bzw. im Kino. Wir haben letztes Mal Ellie getroffen, Maria und Laura und anderweitige Personen noch, beziehungsweise Gegner wohl eher. Und jetzt gehen wir Laura hinterher. Sie ist hier rumgeschlichen. Und mal gucken, wo sie ist. Die Locations wurden im Vergleich zum Silent Hill 2 Original geändert, denn man trifft Eddie und Laura in der Bowlingbahn. Und jetzt haben wir einen Abstecher ins Kino gemacht. Das war, glaube ich, ein Teil von Silent Hill 2, den man so, glaube ich, nicht betreten konnte. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut, ob man überhaupt ins Kino kommt in Silent Hill 2. Aber falls ja, erinnere ich mich nicht mehr dran. Falls nein, auf jeden Fall eine nette Sache. So, jetzt sind wir wieder hier in diesem Raum. Hier waren wir schon mal. Hier sind wir nämlich durchgekommen. Aber Laura ist leider nirgendwo zu sehen. Ich habe jetzt nochmal Raytracing und Frame Generation. Stop! It's dangerous! Ich habe jetzt nochmal Raytracing und Frame Generation an. Das hat einfach den einfachen Grund, ich wollte mal eine Testaufnahme machen, wie das Ganze so läuft. Aber ja. Maria? Did you see the little girl? Kleines technisches Blabla. She went that way. We can still catch her. Genau, Laura ist weggelaufen. Sie ist nämlich Richtung Brookhaven Hospital. Da werden wir sie auch finden. Wir können auch zum Silent Hill Geschichtsverein und zu Peters Kegelbahn. Das machen wir natürlich. Falls das Spiel uns natürlich lässt. Ich weiß nicht, ob es das der Railroady ist. Also man kann jetzt im Silent Hill 2 Remake schon einiges mehr untersuchen als im Original. Finde ich jetzt. Aber die Sache ist, es ist schon sehr geführt. Das heißt, so viele Sachen entdecken oder neue Wege finden können wir nicht. Das Spiel ist schon sehr straight forward. Ich meine, Silent Hill 2 ist auch relativ weit und offen. Jedoch können wir Silent Hill 2 nicht so open-world-mäßig komplett erkunden. Ein Silent Hill 2 Open-World-Spiel würde ich so feiern. Und man kann übrigens in das Kino gehen, in Silent Hill Origins. Da ist das möglich, denn es findet auch ein großer Teil, also ist das ein großer Teil, aber es findet ein Teil vom Spiel im Kino statt. Wird auch im Englischen gerne Theater genannt. Und da gibt es auch viele Gegner und Bossfights und so weiter und so fort. Also ist ein Teil von, vom Hauptspiel. So. Und keine Nebenexkursion wie das jetzt hier. Also rein theoretisch weiß ich es nicht, aber ich werde es beim zweiten Durchlauf mal probieren, ob das Ganze hier nicht optional ist. Also ob man da nicht einfach auch schon zum Brookhaven Hospital laufen kann. Oder ob man hier einfach durch die Cutscene hingeführt wird, das weiß ich nicht. Aber ja. Weil ich kann ja auch so zum Brookhaven Hospital gehen. Ich hätte jetzt rein theoretisch, aber ich glaube, das Spiel ist schon so gestrickt, dass ich es durchs Theater muss. Ich hätte auch rein theoretisch hier die Cat Street links entlang laufen können und dann hier runter. Aber wir können leider nicht zur Kegelbahn. Das ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr möglich. Wagenheber, keine Ahnung, wo der ist. Da hinten brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Aber vielleicht kommt er später noch. Wer weiß. Wir werden wahrscheinlich auch noch unten diese Tür dann öffnen können von der anderen Seite. Ich versuche das jetzt mal, indem wir da hingehen. Mal gucken. Wie gesagt, wir werden noch nicht direkt zum Brookhaven Hospital gehen. Wir werden jetzt erstmal nochmal den Rest hier auschecken, was hier noch ist. Und dann gehen wir dahin. James, look. Eingewiesen, erreiche das Krankenhaus Brookhaven. Ja. Ich finde die Lichtstimmung des Silent Hill 2 Remake so geil jetzt. Eigentlich, wie gesagt, es fast nie oder überhaupt nicht Tageslicht. Und jetzt haben wir Licht, das durch den Nebel scheint. Das sieht so geil aus. Ich liebe das jetzt auch gerade im Herbst, ne? Wenn es neblig ist, und bei uns war es die letzten Tage auch sehr neblig. Und da ist es halt so geil, wenn es dann halt auch noch so ein bisschen ja, Abenddämmerung gibt und das Licht so ein bisschen durch den Nebel fällt. Das finde ich sehr, sehr toll. Also ich liebe die Natur in dieser Welt. Das ist schon sehr cool. Aber ich bin ja eh so mehr so ein Herbst-Winter-Fan. Also ich mag es halt auch,
wenn es neblig ist. Und das habe ich, glaube ich, Silent Hill zu verdanken, als ich das damals so gespielt habe. Verbinde ich jetzt auch Nebel mit Silent Hill. Und wenn draußen irgendwie so richtig neblig ist, ein bisschen wie hier jetzt, oder muss nicht unbedingt so ein dichter Nebel sein, aber dann verbinde ich das immer so ein bisschen mit Silent Hill. Und es gibt mir halt einfach ein gutes Gefühl, weil ich Silent Hill halt sehr mag. Und vielleicht habt ihr auch so etwas, was das in euch auslöst, wenn ihr gewisse Formen von, soll ich es nennen, Wetter habt, ne? Sei es jetzt Regen, Schnee, Sonne oder so. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ob es irgendwas gibt, wo ihr dann sagt, ah, bei Sonnenschein muss ich immer da und daran denken oder sowas, ne? Also, könnt ihr das gerne mit Videospielen verbinden, als es auf diesem Kanal um Videospiele geht, aber müsst ihr nicht zwangsläufig. Aber würde mich gerne interessieren. Wie gesagt, bei Nebel muss ich immer so ein bisschen an Silent Hill denken. Es gibt mir so eine ungute Stimmung, würde ich sagen. So, ja, es ist so ein bisschen Unbehagen. Und es liegt halt auch daran, dass ich das so ein bisschen mit Silent Hill assoziiere. Aber wie gesagt, muss es nicht zwangsläufig. Nebel ist halt auch sowas. Kann beim Autofahren recht nervig sein, aber so an sich finde ich es ganz toll. Weil es auch etwas, was sich wiederum verzieht. Es bleibt nicht so. Die ganze Zeit so neblig, wie es in Silent Hill jetzt hier der Fall ist. Das ist halt auch sowas. Der Nebel ist ja hier so ein tragendes Element. Was ja dadurch kam, dass die PlayStation halt ja grafische Limitierung halt hatte von ihrer Hardware her. Und somit konnte die Entwickler halt nicht so viel rendern, wie sie gerne wollten, und haben das halt hinter einer Nebelwand versteckt, weil alles ja in Silent Hill in Echtzeit gerendert ist. In a hospital? Yeah, but it's empty. Somehow that seems worse. Also irgendwie macht das die Tatsache noch schlimmer, dass wir einen Waffenschrank haben in dem Krankenhaus, und das macht halt auch irgendwie gar keinen Sinn. Was sucht ihr hier? Sicherheitsvorschriften für Schrotflinten. Erstens, sichere Richtung. Richten Sie Ihre Waffe in eine ungefährliche Richtung, damit eine versehentliche Entladung keine Verletzungsgefahr darstellt. Zweitens, Finger weg vom Abzug. Legen Sie die Finger erst dann an den Abzug, wenn Sie bereit sind, auf Ihr Ziel zu schießen. Drittens, Waffe ungeladen lassen. Lassen Sie Ihre Waffe während der Aufbewahrung ungeladen. Laden Sie Ihre Waffe erst, wenn Sie sie benutzen möchten. Ja, das ist alles logisch, was da steht. Oh, hier haben wir. Man mag es nicht für möglich halten. Schrotkugeln. Cool. Aber die Schrotflinte fehlt. Blöd. So, jetzt sind wir das erste Mal im neuen Brookhaven Hospital. Das heißt neu, aber jetzt hier im Remake halt. Das Brookhaven Hospital haben sie auch schon mal ein bisschen gezeigt in der Gameplay-Präsentation vom Silent Hill 2 Remake. Da hat man gesehen, wie James hier durchgegangen ist mit Maria zusammen. Und es sieht halt lichttechnisch einfach sehr geil aus. Weil es jetzt halt, ja, ich würde mal sagen, es dämmert. Als wird ja dann später noch Nacht. Da wiederholt Schlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in der Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlosskombination einprägen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die Oberschwester in Untersuchungszimmer 3. Nichts. Okay, Untersuchungszimmer 3, verstehe. Aber James hat sich das nicht notiert, ne? Sag mal da. Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte in sein Büro bringen? Ja, und hier im Krankenhaus bekommen wir es natürlich mit neuen Gegnern zu tun, nämlich den Krankenschwestern. Die kennen wir auch noch aus Silent Hill 1. Die gibt es natürlich auch im Silent Hill 2 Original. Und natürlich jetzt hier im Silent Hill 2 Remake. Hat man auch schon gesehen im Gameplay-Trailer, daher ist es kein Spoiler. Wenn sie sich natürlich ans Original halten, ist es ja auch klar, dass wir es mit denen zu tun bekommen. Die tauchen später noch an anderen Orten auf, aber hauptsächlich haben sie ihren ersten Auftritt hier im Brookhaven Hospital. Na, die Kombination für das Schloss habe ich nicht, aber da hängen Schlüssel drin, die ich wahrscheinlich brauchen werde jetzt. Unter anderem steht dort 17, da hängt ein Schlüssel und ich glaube 1. Gucken wir mal, vielleicht finden wir irgendwie die Kombination. Okay, viele Plan zum Öffnen, aber leider nichts drin. Eine Karte des Brookhaven Hospitals habe ich, glaube ich, noch nicht. Nein.
Aber die müsste ja eigentlich auch hier irgendwo hängen. Wer ist dann in Ausbildung? Ihre Gesichter komplett verzerrt oder durchgestrichen. Achso, da war ich ja drin. Genau, gespeichert habe ich. Das hätten wir. So. Ist auch noch was? Dr. Hughes und Dr. Atkinson im Garten. Die Namen sagen mir was, aber woher kenne ich die? Das geht gar nicht. Dr. Michael Kaufman hat ja auch im Krankenhaus gearbeitet. Ob es eine kleine Hommage an denen geben wird, wer weiß. Nicht vergessen, wenn Sie unter folgenden Symptomen leiden. Verminderter Appetit oder starker Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit oder Hypersomnie, Verlust von Interesse an Verlust von Interesse oder Freude an gewohnten Aktivitäten. So. Gefühle von Wertlosigkeit, verminderte Denk- oder Konzentrationsfähigkeit, dann kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt. Alles klar. Mach ich. There. Laura! Wait! It's okay! We don't want to hurt you! God damn it! Why would she run from us? I don't think she likes me very much. Der hat Hase gemalt und Monster. I don't know. Ich würde mich nochmal kurz unten umsehen. Wir gehen nochmal raus. Ich habe nämlich für einen Check, ob die anderen Türen sich öffnen lassen. Jo. Aufzug geht nicht. Wir bekommen es auch nicht nur mit Krankenschwestern zu tun, sondern wir haben auch bald unseren nächsten Bossfight vor uns. Deswegen werden wir den wahrscheinlich nicht in dieser Folge schaffen, aber in der nächsten wahrscheinlich. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Denk dran. Schwestern, Ärzte, Bäume. Schwestern, Ärzte, Bäume. Ist das ein Hinweis auf den Code? Okay. Warte mal. Sorry, ich bin fast umgerannt. Wo guckt er denn hin? So. Den Knopf. Das ist zu. Da ebenfalls. Okay. Das könnte ein Hinweis sein. Schwestern, Ärzte, Bäume. Ah, hier ist die Karte. Ah, ist klar, Bruder. Haben wir. Da hat es auch noch mal notiert. Schwestern, Ärzte, Bäume. Gut, muss ich mir nicht mehr vorsagen. So, genau. Da kommen wir rein. Untersuchungszimmer. Da, das ist zu. Alles klar. Untersuchungszimmer 1 ist verschlossen. Empfangs. Toilette. Kleider. Ja, wir haben hier unten noch einiges zu untersuchen, sage ich mal. Sind hier noch nicht fertig. So. Schwestern, Ärzte, Bäume. Zwei Ärzte. Sieben Schwestern. Bäume. Was ist mit Bäumen auf sich? Ich habe kein Bild von Bäumen gesehen. Okay, das ist zu, leider. Auch. Gab es hier ein Bild von Bäumen? Schwestern, Ärzte, Bäume. Okay, gucken wir uns erstmal nochmal um. Vielleicht finden wir hier noch was. Da. Gesundheitsdruck. Habe ich 5 und wie viele Nadeln habe ich? 7? Das kann nicht sein. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Alles klar. Er ist wahrscheinlich auch einer der Schlüssel, die am Schlüsselbrett hängt. Bild von Bäumen habe ich jetzt nicht gesehen, du. Sind das die Pflanzen? Was Bäume gemeint ist? Nee, das glaube ich nicht. Drin vielleicht.
Wir könnten natürlich Trial and Error versuchen. So, Schwestern, Ärzte, Bäume. Schwestern waren 7. Ärzte 2. Ne, das war schon mal falsch. Schwestern. Muss mal. Sorry. Schwestern, Ärzte, Bäume. So. Also, Schwestern 7. Ärzte 2. Bäume 1. Okay, ich versuch's nochmal. Sonst mache ich das offscreen. Ah, 724 ist es. Ah, okay. Second floor? Basement. Basement. Oh, of course. Aber da hinten noch. Oh ne, das sind nur so Tags, kein Schlüssel. Hier haben wir den Schlüssel für den Basement erhalten, das ist schon mal viel wert. Dann können wir auf jeden Fall in den Keller. Hier das auch zu, das können wir vergessen. This place feels so empty. More than the other places we've been. Ach, ich muss in die ins Treppenhaus. Ja, this place feels empty, das stimmt allerdings. War hier noch ein Raum, der verschlossen war? Ein Kreis markiert. Bedeutet ja nur, dass ich dafür einen Schlüssel brauche. Laura ist hochgerannt, ich will nochmal runter. Vielleicht können wir jetzt in den Basement. Wir haben es doch schon geguckt, hier ist noch was. Oh yeah. Vielleicht finde ich hier die Schrotflinte, das wäre super. Kellerschlüssel. Hier ist auch noch die Karte vom Keller. Perfekt. So. Na, großartig. Die geht nicht auf. Hey, this one's open. Hier reinsteckt in der Wand. Doesn't work. Hätte mich auch gewundert, wenn. Und dieser gruselige Keller hier. So ein Kuchen. 30 Schuss auf Tasche und 10 im Magazin. Also ich kann jetzt wirklich wild rumballern, theoretisch, von der Munition, die ich habe. Generator. You think you could get it working? Might get the elevator running again. Ja, der braucht Benzin, wie es aussieht. Beziehungsweise Diesel. They're coming. Wie was wo? Ich weiß ja, aber ich sehe sie nicht. Hä? Zeig dich. Wow! Start. Was wo? Hä? Übrigens, kleine Info schon mal vorab. Ich werde nicht ein bestimmtes Ende anstreben. No, James. I'm not. Not at all. I'm sorry. I know. Ich werde kein bestimmtes Ende anstreben von den vielen Enden, die es in Silent Hill 2 gibt. Sondern. Bastard. Sondern ich werde einfach spielen und das Ende, das ich bekomme, das bekomme ich dann halt. Also, werde die anderen Enden auch offscreen für mich selbst spielen und freischalten, halt auch wegen den Achievements, aber. Dann will ich nochmal so ein bisschen für mich Silent Hill 2 ganz cozy zocken. Vielleicht auch sogar über also auf dem PC übertragen. Fernseher übertragen. Aber ja. Was ich halt, wie gesagt, für ein Ende bekomme, bekomme ich dann halt. Also ich strebe jetzt kein spezielles Ende an, dass ich sage, ich will das Noata-Ending oder ich will das UFO-Ende und so weiter, weil dafür müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Und die Sache ist, ja, dazu müsste ich nochmal gucken, was ich tun muss, weil das weiß ich aus dem Kopf nicht. Das kann ich mir absolut nicht merken.
Also, wie ich die Silent Hill Spiele auch gespielt habe und so sehr ich die halt auch mag. Gasolin, ja. Benzin. Leerer Benzinkanister. Oh, scheiße. Da muss ich ja noch Benzin einfüllen. Ja, damit der Aufzug halt auch läuft, ne? Wie gesagt, ich weiß halt aus dem Kopf nicht, was für Voraussetzungen ich erfüllen muss, für welches Ende. Also bei manchen konnte ich es mir mal merken, aber das weiß ich halt auch nicht mehr. Bei Silent Hill 3 zum Beispiel wusste ich es mal. Wir brauchen Bleiche, Weißwaschmittel, Stärke, weiße Laken. Du benutzt zu viel Bleiche, das ist doch langsam nicht mehr normal. Die Laken werden davon auch nicht weißer. Du musst dich nicht vor mir rechtfertigen, hör einfach nur auf. Okay, alles klar. Ah, Benzin fehlt halt, ne? Wie ist der Kanister leer? Das Ding kann ich schieben, aber wohin? Ah, hier. Hopp. Ich hab dich gesehen diesmal. Kriegt man das hier durch? Ah, passt gerade so. Öffne die Tür mal von einer Seite, damit sie rein kann. Yes. Doch, ich habe 8 Injektionen jetzt. Krass. Boah, der Benzinkanister. Finde ich gut. Nehme ich. Ja, die Karte vom Brookhaven Hospital. Von 1932. Also da gab es anscheinend hier noch mehr Räume. Pistolenkugeln. Da ist aber auch schon gut was abballert. Ne? Wäre jetzt immer so geil, wie James dann halt ausrastet, wenn er auf Gegner drauf tritt. Und dann so, Wow! Wo, was, wie war? Oh Gott. Wie war, wo ist es hin? Das ist die Hände von ihr. Warst du nicht tot? Okay, ich tritt ein paar Mal mehr drauf zur Sicherheit. Ich wurde auch massiv verprügelt. Stell dir vor. Aber ich habe diesen roten Rand ausgestellt. Das weiß ich nicht. Finde ich immer noch nicht so geil. Man sieht ja auch irgendwo ein bisschen anhand von James, wie er sich bewegt und ob er sich jetzt irgendwie an der Seite hält oder irgendwas. Ob es ihm jetzt gut geht oder nicht. Ich brauche jetzt keinen optischen Indikator dafür, ganz ehrlich. Ja, das Radio zwackelt wieder. Ich pack erstmal das Benzin hier rein. Kann ja während einer Katze nicht angegriffen werden. So, nun sollte der Lachs noch laufen, oder? Yeah. Okay, dann gucken wir uns den Elevator an, wir lassen den Gegner einfach, der kann von mir aus da versauern. Muss nicht unbedingt den Gegner umbringen, aber den da schon. Den fort, du Lurch. Ja, natürlich. Was? Ich hab mich doch gewehrt.
So scheiße unfair. Dreh dich gerne mal zweimal zu. James, are you alright? Natürlich nicht. Und das sieht's denn aus? Irgendwie grabt mich ein Gegner an und ich bin halt hier am Abnippeln. Aber wie gesagt, ich habe 8 Injektionen, also im Zweifelsfall habe ich noch Heilung. Oh, der Aufzug. Nice. Minus 1, 1 und den zweiten Stock. Alarm. Komm, nehmen wir noch einen Stock, damit James wirklich hier gerade steht. Hey, you okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Okay, mach ich. Können wir nochmal mit dir reden? Sorry, I just need a moment. I'm alright. I'm just tired. Alles klar. Gut, dann gucken wir uns weiter um. Kümmern Sie sich um das, was wirklich zählt. Überlassen Sie den Rest uns. Palliativmedizinisches Zentrum Toluca. Gut, dann checken wir erstmal die Räume aus. Hier können wir speichern. Da haben wir noch Heilung. So, dann nutzen wir die Gelegenheit und speichern gerade nochmal. Hervorragend. Gut. So, da ist der Aufzug. Da kommen wir gerade her. So, was haben wir denn hier? Nix. Klos gibt's hier. Nur ordentlich scheißen gehen. So, das können wir entriegeln. Ja, der zweite Stock ist nämlich abgeschlossen. Also wir hätten zwar hier hochgehen können, aber so wie es aussieht, hätten wir trotzdem in den Keller gemusst. Das heißt, das habe ich schon mal erledigt. Ohne dass James jetzt sagt von wegen, oh, die Tür geht nicht auf, wir müssen runter in den Keller gehen.
Wir haben noch leider keinen Anhaltspunkt, wo sich die Schrotwende befindet. Immer noch ein Mystery. Hat mir aber nicht irgendeine Notiz? Büro des Direktors. M steht für... Muss los, Bruder. Now. Where is that girl? Oh, ich höre sie. Da kommen sie, das erste Mal. Ja. Hey, Lady. Boah, die schwanken halt auch so wie in Resident Evil, ne? Ganz schlimm. Den Gegner zu treffen, wenn die so rumschwanken. Wie gesagt, rein theoretisch muss man nicht in den Kopf schießen. Also ist bei den Gegnern hier komplett sinnlos. Weil manche haben ja keinen Kopf. Schwestern haben sie echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Die sehen halt auch nicht so übersexualisiert aus wie in Resident Evil Homecoming. Ja, fand ich das stellenweise schon so ein bisschen, na, weiß ich nicht. Die sahen halt auch echt alle gleich aus. Das kennst du eine, kennst du alle. Hab noch was gehört? Kotkugeln, yes. Das ist auch anscheinend eine Hommage ans Original, aber ich weiß gerade nicht, warum. Was ist hier? Also warum ist dieser Raum... Ja, den gab es im Original auch, ja, aber... Was gab es da in dem Raum? War da irgendwas Besonderes? Ich weiß es gerade nicht. Was das angeht, gerade so ein bisschen verwirrt. So, ich bin noch verwirrt, wo ich gerade bin. Ah, okay. Auf der anderen Seite. Kann ich die Tür öffnen jetzt? Von der anderen Seite. Ich gehe mal in die Richtung. Ja. Oder? Yes. Passt. Ja, was? Er zieht die Waffe. Der Raum hier. Leer. Ladung. Als ob. Der ausweicht. Einfach zusätzlich nochmal draufschlagen. Schadet er nicht. Lebst du noch oder was ist hier los? Ja, ist jemand hinter der Tür hier. Da in der Ecke. Geil wäre auch irgendwie, wenn man einen Schlag aufladen könnte, wie in Silent Hill 4. Wäre nicht als Idee für Silent Hill 2 Remake eigentlich wäre gar nicht so schlecht gewesen, ne? Dass man halt so einen Schlag aufladen kann, um mehr Schaden zu verursachen. Wie gesagt, ist kein Muss, aber finde ich irgendwie cool. Ah, okay. Jetzt haben wir hier einen Durchgang geschaffen. Hätten aber auch von der anderen Seite reingekommen. Ist aber egal. Was Shortcut ist Shortcut so. Was wir haben, haben wir. Oh! Ach, ja klar. Ich wollte doch gerade ausweichen. Dieser Drecksack, ne? Ich habe ihn gerade gesehen und dann springt er mich an. Okay. Jetzt bin ich wieder hier, genau. Hier ist zu. Immer noch. So, wir trinken mal ein. Damit James hier nicht aus den Latschen kippt. Dann haben wir noch das Lager, das Schwesternzimmer und das Behandlungszimmer. Ups. Ich drücke mal auf Escape, weil ich denke, ich schließe die Karte damit, aber muss ja nicht. So, was haben wir denn in diesem Bereich hier noch? Einfach mal hier in die Ecken gucken. Oh ja, nehme ich. So, hier ist nix.
Storage Room ist zu. Hier bauen wir einen Code, den haben wir nicht. Da hängt was. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleine Zettelchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Ärztezimmer, okay. Hat er sich notiert, ne? Ja. Tja, der Aufzug, der ist ziemlich broken. Und hier komme ich nicht rein. Tastenfeld, ja. Okay, ich würde dann nochmal hier durchgehen. Mich nochmal hier umsehen. Büro des Direktors, hier. Oha. Wir können uns das anhören. Alles klar. Hier können wir nochmal speichern, aber guck erstmal, was hier noch ist. Da brauchen wir einen Schlüssel. Den haben wir nicht. Wie gesagt, es gibt Autosaves in diesem Spiel, aber die sind relativ rar gesät, habe ich das Gefühl. Daher ist es auch nie verkehrt, einfach mal zu speichern, wenn man die Möglichkeit hat. Für den ersten Durchlauf keine so schlechte Idee. Patient 0050, Kennzeichnung 301.3, Zimmer C1, Symptome, plötzliches aggressives Verhalten, optische und akustische Halluzinationen. Derzeitige Diagnose, Therapie ist effektiv, ist durchgestrichen, nicht provozierte Gewaltausbrüche sind zurückgegangen, verbesserte soziale Interaktionen. Was habe ich übersehen? Empfehlungen. Derzeitige Therapie fortsetzen. Wasser wirkt beunruhigend, nicht mehr. Okay. Aufgeschrieben. Was haben wir hier noch? Patient 0090. Kennzeichnung 2908.0. Zimmer D1. Symptome. Halluzinationen. Derzeitige Diagnose. Schlafstörung. E47.9. Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit. R63.6. Halluzinationen dauern an. Empfehlung. Zwangsernährung und Flüssigkeitszufuhr. Patient muss gebadet werden. Bitte Behandlungszimmer nutzen. 100 Milligramm Dosis Benzodiazepin gegen Schlafstörungen. Ständige Überwachung. Schreibt er sich auch auf? Jawohl. So, der letzte Zettel. Patient 0130. Kennzeichnung 295.3. Zimmer S3 ist durchgestrichen. Verlegt nach L1. Symptome. Starke und anhaltende Angst. Derzeitige Diagnose. Paranoide Schizophrenie. Optische Halluzinationen. Empfehlung. Medikation erhöhen. Patientin darf nicht alleine gelassen werden. Zu genauerer Überwachung nach L1 verlegen. Okay. Und da müssen wahrscheinlich die Patientenbändchen dran. Wir sehen ja schon so einen Schimmer, was da rein dran muss, und dann kriegen wir den Schlüssel. Okay, dann mal gucken, was haben wir hier. Das ist ein sehr krasser Safe, wenn man mich fragt, und ich habe leider keine Ahnung. Fehlt einer. Ich vermute mal stark, dass da die Schrotflinte drin ist. Würde es auch klingen, Mark. Starke Waffe versteckt hinter so einem Schloss. Ja, wird schon, glaube ich. Gut. Die Orte hat James sich auf die Karte eingezeichnet. Das ist sehr gut.
Und da steht dann nochmal Handtresor. So, C1 ist direkt hinter uns. Dann gehen wir erstmal dahin. Hello there. Suchen. Ein Auge. Patientengespräch, Abschrift, Anmerkung. Das folgende Interview wurde mit als Reaktion auf den Vorfall 071 geführt. Ich weiß noch, was ich im Wasser, dass ich im Wasser lag. Schön leer. Und dann spürte ich ihn, spürte, wie er mich anstarrte, spürte, wie es wuchs. Musste raus, musste fliehen. Aber es verfolgte mich, starrte mich weiter an. Ich muss das rauslassen. Ich bin wieder leer, schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad? Hier nichts. Gesprächsprotokoll. Gut, das hat leider nichts gebracht. So, hier. Ah, ist der Übergang. Okay. Gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Einmal hier den Gang runter. Oh. Komm schon, Alter. Stirbst du nicht? Alter, was die auch an Munition fressen, ne? Das ist ja der grauenvoll. Toilette. So, was haben wir denn hier? Tolle Toilette übrigens. Ah, Munition. Und die können wir aufschließen, die Tür, oder? Ja. Weiterer Shortcut. Tja, so ein bisschen geht mir langsam die Munition aus. Wäre cool, die Schrotflinte zu finden, denn dafür habe ich halt auch noch Munition. Ich finde es halt gut in Silent Hill, dass man sich halt auch noch auf Nahkampfwaffen verlassen kann. Im Zweifel, dass man keine Munition mehr hat. Macht die Kämpfe natürlich ein bisschen schwieriger, weil Schusswaffen immer stärker sind, aber man kriegt ja auch in Silent Hill 2 eine Kettensäge. Also von daher, Nahkampfwaffen gibt es auch schon ein paar starke, muss man sagen. Aber die muss man sich dann halt auch natürlich verdienen. Oder beziehungsweise die bekommt man dann erst nach einer gewissen Zeit. So. Ah ja, das ist auch ein Raum aus Silent Hill 2, dem Original, mit der Kette und dem Schloss. Denn da ist eine Box. Und diese Box muss man mit verschiedenen Passwörtern öffnen, beziehungsweise Codes. Drei sind es insgesamt und eine Karte kommt dann, glaube ich, noch rein. Da sind dann Haare drin. Die man braucht, um etwas aus dem Gulli zu holen. Finde ich geil, dass dieser Raum auch existiert. Sehr, sehr cool. Aber anscheinend wurde das gestrichen, wie es aussieht. Oder es kommt noch, es ist in einem anderen Raum. Man weiß es nicht. Okay. In L1 komme ich nicht rein, wie es aussieht. Ja. Gut, das auch zu. M4. Wait a second. Lauf ich denn lang? Nein, ich lauf zurück. Aber die Tür habe ich noch nicht ausgecheckt. Okay, die ist zu. Okay, die war offen. Lichtstimmung ist wieder mal 1A. Man hat hier nur ein Licht in diesem Gang. Es erhält nur so ein kleines bisschen und ist sehr schwummrig. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Den habe ich nicht. So, was haben wir hier? Ah, der Teddy. Und er piekst jetzt, James. Eine verbogene Nadel. Nehme ich. Und das Radio, man hört schon so leicht. Da ist die Schrotflinte. Endlich. Nimm.
Drücke 1, um die Pistole auszurüsten. Zwei ist die Schrotflinte. Ah ja. Gute alte Schrotflinte. Du bist mein Freund. Weil die Krankenschwestern, ich glaube, zwei Schüsse und die sind tot. Come on, Baby. Der Kopf. Yeah. Ein Schuss. Aus nächstes Mal. Ja, die Krankenschwestern haben ja eine weitestgehend menschliche Anatomie. Das heißt, der tritt ja auch die ganze Zeit ins Gesicht. Kann sie sogar, glaube ich, sehen. Ja, durch die Scheibe. Krass. Wo bin ich denn gerade? Ah, okay. L1 komme ich definitiv nicht rein ohne Schlüssel, aber vielleicht finde ich den da hinten. Okay, ich klopfe mal freundlich an. Hello there. L1. Besser. Da aber den bösen Fernsehen zerstört. Auf den nichts Gutes, nur Trash-TV. Stellt euch vor, ihr müsstet in einer Welt leben, wo nur noch Trash-TV läuft. Oder das ist eure persönliche Hölle. Ihr müsstet so Sachen gucken wie Schwiegermutter gesucht und so weiter. Und andere kultige TV-Formate aus Deutschland. Hey, yeah, oh Gott. Das ist wirklich die Hölle. So, das ist das Behandlungszimmer. Ist es offen? Nein. Gut, hier ist nichts. Und hier ist das Treppenhaus. Das ist auf der anderen Seite. Könnte ich nochmal reingehen, aber ich würde lieber in L1 rein. Dann gucken wir erstmal da. Und die Tür können wir öffnen. Als Shortcut. Jawohl. Sehr gut. Das hätten wir. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken dann in L1, ob wir da vielleicht ein Bändchen finden. Oh. Erstmal nachladen. Ich werde auch die Schrotflinte nur gegen die Krankenschwestern einsetzen, nach Möglichkeit. Weil die halt am meisten HP haben, sag ich mal, von den Gegnern, die hier rumlaufen. So, da muss ich rein. Das Ding hier muss ich mitnehmen. Let's go. Oh. Hallo? Kommen Sie rein? Oder bleiben Sie draußen? Entscheiden Sie sich. Ja, was denn? Komm nicht raus. Lustig, dass das sich umklappt, sobald man das Ding in die richtige Position gebracht hat. Erstaunlich. Ich muss aber sagen, der Kampf mit Schusswaffen hier im Silent Hill 2 Remake funktioniert ganz gut. Also noch besser als damals in Silent Hill Homecoming zum Beispiel oder in Silent Hill Downpour. Das Mädchen wurde heute eingewiesen. Armes Ding, es hat kein Wort gesagt. Sie sitzt einfach nur da, den Kopf in den Händen, schluchzt und zittert. Ich habe sie ins Bett in der Ecke gebracht. Sieht so aus, als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Sie hat mich gar nicht angelächelt, glaube ich. Okay. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich kann das Geräusch von hier, beziehungsweise das Radio hat den Gegner hier located. Aber hier ist niemand. Dafür habe ich Munition hier. Eine einzige Kugel. Oh, was wo? Hinter der Wand.
Aber das Radio reagiert gar nicht. Dachte, ich wäre eingeschlossen. Hilfe. Ach so, das ist ein Zwischengang. Ich dachte, da müsste ich was wegschieben oder so. Ich glaube ja, für Leute, die an Klaustrophobie leiden, ist das ein absoluter Albtraum, in sowas stecken zu bleiben. Und ich glaube, es wird mir genauso gehen. Wobei, ich würde nicht mal runterfallen. Bin jetzt nicht massiv fett, aber schon so ein bisschen beleibt. Und ich glaube, ich würde auch stecken bleiben. Ja, also ich will gar nicht erst runterfallen. Aber James, an dem ist ja nichts dran, ne? Er ist jetzt halt auch kein krasser Typ, also er ist jetzt nicht buffed as hell Anabolica-Man, sondern... Aber die guten amerikanischen Wände aus Ziegelsteinen, eigentlich sind die meisten aus Pappe, aber im Gebäude wie dem hier ist gut gebaut. Und weißt du, du kannst mit der Faust durch die Wand schlagen, so dünn sind die Wände. Weil in Japan sind die Wände auch nicht besonders dick. Warum helfen sie mir nicht? Warum sperren sie mich hier mit ihm ein? Hier ein mit ihm. War noch was? Mich raus, lass 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 mich raus. Okay. Ja, ich glaube, das ist eine Anspielung auf den nächsten Boss. Ah, da seht ihr die zerbrochene Karte. Mit dem Bullen drauf. Die Bullenkarte. Also es ist auch ein Teil eines Schlüssels, beziehungsweise eines Rätsels mit dieser Box, von der ich erzählt habe. Und da sieht man... Die ist kaputt. Ja, anscheinend haben die das gecancelt hier jetzt im Remake. Finde ich auch ganz gut. Ich meine, das tut dem Spiel ja auch natürlich sehr gut, weil wenn du halt, wie gesagt, einfach das Spiel 1:1 mit modernerer Grafik nachbaust, dann, ja, weiß ich nicht, dann ist es halt auch so, ist zwar trotzdem geil, aber irgendwie denkt man sich, naja, da wäre doch ein bisschen mehr gegangen, oder? Eure eigenen Ideen mit einfließen lassen, oder? Wie gesagt, hier so Hommage-Räume, die wir jetzt hier haben. Super geil. Markiert das Armband. So, dann haben wir schon mal eins der Bänder. Fehlen noch zwei. Du bist's. Okay, ich töte dich trotzdem mit der Schrotflinte. Einfach weil ich's kann. So, nochmal draufhauen und drauftreten. Vielleicht nochmal. Man weiß ja nie. James, der Monsterbezwinger. Okay. Jetzt können wir wieder raus. So, wo bin ich denn gerade? Hä? Ach, wir sind wieder im Eckschoss. Schwimmbad? Ist da etwas? Ah, okay. Alles klar. Lohnt sich auch, weil hier in dem Raum kann ich speichern. Und dann würde ich sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, die Folge hier an dieser Stelle zu beenden. Da machen wir jetzt hier nämlich Schluss und machen das nächste Mal weiter mit Silent Hill 2. Und gucken uns dann nochmal in den anderen Räumen um, die wir auf der Karte gesehen haben. Denn wir müssen zwei Armbänder noch finden von drei. Dann bekommen wir den Schlüssel und dann ist auch meine Vermutung zunichte gemacht worden, dass wir in dem großen Kasten die Schrotflinte finden, denn wir haben sie schon. Aber wer weiß, was sich da noch verbirgt. Das gilt es herauszufinden. Das nächste Mal in Silent Hill 2 Remake von Bloober Team. Macht's gut, lasst mir gerne Liebe da in Form von einem Kommentar. Einem Like oder einem Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen, den Kanal auf 500 zu pushen. Und dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!